Der asiatische Blütenhartriegel. Ja, die Pflanze hinter mir nennt sich der asiatische Blütenhartriegel. Und wenn ihr mehr über die Pflanze, über dessen Früchte und so weiter wissen möchtet, dann bleibt dran, denn bereits nach einem kurzen Intro werde ich euch mehr darüber berichten. Bis gleich. Hallo und willkommen zu einem neuen Video auf Zusch im Garten. Im Hintergrund seht ihr den asiatischen Blütenhartriegel, eine tolle Pflanze, die wunderschön blüht. Und ja, ich möchte euch diese Pflanze mal etwas näher vorstellen und euch dazu so einiges berichten. Ansonsten lasst gerne ein Abo da, um keines meiner neuen Videos mehr zu verpassen. Drückt dazu die Abo-Glocke, das Ganze ist natürlich kostenlos. Lasst am besten auch gleich ein Like da, dann vergesst ihr es nicht. Und wenn euch das Video gar nicht gefallen sollte, könnt ihr es im Nachhinein ja wieder entfernen. Fangen wir an, ich berichte euch mal ein bisschen über diesen asiatischen Blütenhartriegel. Der asiatische Blütenhartriegel Comus cosa kommt aus der Gattung Comus, also von den Hartriegeln, der Familie der Hartriegelgewächse. Ja, ihr seht, sie hat wunderschöne Früchte, ist ein langsam wachsender Strauch oder auch Baum, die Wuchshöhen von bis zu etwa 10 Metern erreicht. Der von einer glatten, braunbraunen Rinde bedeckte Stamm erreicht einen Durchmesser von bis zu 35 cm. Die oberen Zweige sind aufrecht, die unteren Zweige dagegen waagrecht gehalten und etagenförmig angeordnet. Die Zweige sind im ersten Jahr kurz behaart, aber ab dem zweiten Jahr kahl, wie ihr das hier sehen könnt. Die gegenständige angeordnete dunkelgrünen Laubblätter sind 4 bis 11 cm lang und ca. 3 bis 5 cm breit. Sie sind oval und ganz randig und tragen 4 bis 5 Paare von nach vorne weisenden Nerven. Sehr häufig sind die Blätter mit winzigen, anliegenden Haaren bedeckt. Seltener sind die Haare länger und abstehend. Die Blütenstände sind Scheinblüten, in denen die 20 bis 40 sehr kleinen echten Blüten in kugeligen Dolden von etwa 1 cm Durchmesser angeordnet sind. Der blütenähnliche Charakter der Scheinblüten wird durch 4 weiße bis cremefarbene Hochblätter unterstrichen, die die winzigen echten Kornblätter der Einzelblüten ersetzen. Ja, das könnt ihr natürlich hier jetzt nicht mehr sehen, denn die Blüten sind bereits weg und die Früchte sind entwickelt. Die Früchte einer Dolde vereinigen sich zu einer kleinen, gestielten, rundum Scheinfrucht, sozusagen einem Fruchtverband, die blass rötliche bis leuchtende orangenrot gefärbt ist und einen Durchmesser von etwa 1 bis 2 cm hat. Ja, dann noch für den Verwendungszweck, was allerdings keine Empfehlung ist, die Pflanze in der genannten Weise zu nutzen. Die essbare Verwendung Obst roh oder gekocht, junge Blätter gekocht. Ja, ich hoffe, ich konnte euch zu dieser Pflanze nun ein wenig berichten, welche ich vorher gar nicht kannte. Wenn ihr selbst noch Anregungen dazu habt, wenn ihr diese Pflanze kennt, schreibt es unten in den Kommentaren. Vielleicht habt ihr noch ein paar Tipps. Vielleicht könnt ihr ein paar Tipps geben, was man mit diesen wunderschönen Früchten machen kann. Vielleicht habt ihr weitere Anregungen, dann schreibt alles unten in den Kommentaren. Ansonsten lasst ein Abo da, drückt die Abo-Glocke. Das ist natürlich alles kostenlos. Lasst ein Like da für den Algorithmus und wir sehen uns bereits in meinem nächsten Video wieder. Ich danke dir fürs Zuschauen. Ciao und bis bald. Dein Zusch Vinzenz. Und nun leg dich wieder hin und schau dir weitere Videos an, die ich dir hier eingefügt habe. Ciao und bis bald.